Herzlich willkommen in Norwegen. Ich befinde mich jetzt hier auf einem Weg zu einem Cache, einer Dose, die, keine Ahnung wie sie heißt, ich kann das nicht aussprechen, da ich kein Norweger bin. Nach den Bildern muss es da irgendwie in so eine Feldspalte gehen. Und wir schauen dann mal, ob sich das Ding irgendwie bergen lässt. Hier müssen wir irgendwie in den Wald rein, beziehungsweise auf diesen Felsen. 131 Meter noch. Hier ist schon mal eine ewig hohe Feldklippe. Ich weiß gar nicht, ob ich da hoch muss. Ich gehe noch ein Stückchen am Waldrand hin weiter. Mein Wohnmobil habe ich so 500 Meter ungefähr auf einem Parkplatz stehen. Und ich habe jetzt einfach gedacht, die Dose muss ich mir angucken. Und dann entscheide ich, ob ich da reingehe oder nicht. Und das sehen wir dann gleich mal, wie das da drinnen aussieht. So, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Und zwar müsste es in diese Feldspalte reingehen. Nach Navi bin ich jetzt an dieser Stelle hier. Und ich gucke mal, ob ich da jetzt reinkomme und ob das irgendwas ist, was ich bewältigen kann. Wenn man hochkommt, muss man auch später wieder runterkommen. So, von da unten bin ich jetzt erstmal gekommen. Und da hoch muss ich noch. Mal gucken, ob es noch weitergeht. Nochmal checken auf dem Handy, ob ich hier in der Spalte einigermaßen richtig bin. Ja, scheint, als würde ich mich noch 11 Meter davon wegbewegen. Irgendwie in diese Richtung. Schauen wir mal. 14 Meter. Gut, weiter geht's. Also eindeutig gibt es hier Spuren hier hoch. Okay, hier hätte es bestimmt auch einen einfachen Weg hochgegeben. Bin ich hier irgendwie in so einem Höhlending. So. Schon schön die Gegend hier. Ziemlich warm, obwohl es nur 20 Grad sind.
Okay. Das hier scheint der Eingang zu sein. Dann muss ich außenrum wieder runter. In den Graben hier runter. Weil das sieht nach den Bildern danach aus, als würde es hier reingehen. Hier gibt es Blaubeeren. Echte norwegische Blaubeeren. Zwar nicht so viel, aber sind Blaubeeren. Schön. Und hier hinter mir geht's in die Schlucht. Bin mal gespannt, was mich da erwartet jetzt. Schauen wir mal, ob ich die Dose kriege. Ist alles voller Blaubeeren. Das sieht schwer nach den Bildern aus, die ich gesehen habe. Und ein Dicker muss halt unten lang. Und die Dünnen können halt gerade sich durchpetzen. Aber jetzt bin ich hier. Und wie ihr seht, passe ich gerade mal so hier zwischen die Steine. Ich glaube, ich muss da doch. Oh Gott! Okay, ich wollte es so, also machen wir das. Ich hoffe nicht, dass das noch enger wird. Wenn das die engste Stelle war, dann habe ich es gleich geschafft. Zum Glück hat es nicht geregnet. Die Handschuhe hätte ich auch anziehen können. Eieieiei. Da hinten liegt die Dose. Ein bisschen komme ich mir vor wie in dem einen Film, wo der Typ sich da in Utah in den Felsspalten verklemmt hat. So, ich stehe wieder. Boah. Ich bin echt froh. Dass es heute trocken ist. Umso weniger Probleme gibt. Wenn ihr euch mal die andere Seite anguckt, da hinten. Aus diesem Eingang müssen die kommen. Da liegen überall Steine dazwischen. Saugeile Location, saugeile Dose. Eine T5, D5. Und völlig berechtigt. Und hier liegt die Dose zu meinen Füßen, die liegt einfach hier so. Pitchenass. Zum Glück ist das Logbuch noch in einem extra Tütchen drin. Aber die Dose ist voll nass. Obwohl sie zu war, komischerweise, batschenass.
Aber das Logbuch ist trocken. Letzter Eintrag vom 20.05. Drücke ich meinen Stempel hier rein. Heute haben wir den 2.07. Und dann geht's wieder auf den Rückweg. Also da ist ein Schlüsselband drin. Das ist auch total nass. Tun wir mal unten rein, die Rolle noch. Und darauf legen wir das Logbuch oder so. Mal gucken. So. Damit es einigermaßen geschützt ist. Ganz was er unten drin stehen. Und ich lege die Dose auch wieder etwas hier abseits unter den Felsen. So, jetzt geht's wieder zurück auf dem gleichen Weg. Ich melde mich wieder, wenn ich draußen bin. Tschö. Man muss fucking unter diesem Stein durch. Weil oben ist es zu eng, da kommst du nicht lang. Echt, das ist krass. Geschafft. Oh. Die habe ich vorher nicht gesehen. Die fetten Ameisen hier. Aber zum Glück haben sie mich noch nicht gebissen. Für so eine Aktion geht's. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Nicht den Weg über den Felsen, sondern wir nehmen den Weg mal hier außen rum Richtung Feld oder so wieder. Was für eine geile Gegend. Also so macht Cashen Spaß. Geile Dose. Da unten stehen Häuser. Da läuft man hier so übers Feld und dann findet man Golfbälle. Irgendwie komisch hier mitten in Norwegen auf dem Feld Golfbälle zu finden. Und da hinten im Hintergrund seht ihr mein Wohnmobil. Hier in Norwegen ist es ja völlig unproblematisch, einfach da irgendwo so mal stehen zu bleiben. Und wenn man noch einen gescheiten Platz hat, irgendwo an einem See oder so, dann kann man mit dem Wohnmobil auch mal stehen bleiben über Nacht. Und kann da frei stehen. Das ist sehr schön. Und echt ein tolles Land da dafür. Da gilt nämlich das Jedermannsrecht. Das gilt eigentlich auch nur für Zelte. Und wenn du mit Zelten halt unterwegs bist. Aber solange man außerhalb irgendwie von der Sichtweite von Häusern oder sowas ist, dann kann man auch dort übernachten und stehen bleiben. Mit dem Wohnmobil, das ist dann überhaupt kein Problem. Das hier ist ein Wanderparkplatz, weil hier Wanderwege wegführen. Und deshalb konnten wir da jetzt, so lange wie ich hier den Cache geholt habe, da stehen bleiben. Also eben gerade habe ich gedacht, was biegt mich da? Da hat mich doch dann eben gerade doch so eine scheiß Ameise noch am Hals erwischt. So, war eine geile Dose. Hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt wieder zurück auf dem Weg Richtung Wohnmobil. Und jo, erste erfolgreiche T5er Dose in Norwegen. Wir sehen uns bei weiteren.
Ciao.